Ahnung. Also ich rede jetzt hinter uns. Ach da, da steht. Ja, da steht auch ein Zombie. Ich kann nicht zielen. Jetzt auf einmal. Geil! Das war ziemlich leise, muss man sagen. Ja? Hm. Ah, schon was Feines, ne? Gehen wir noch den anderen Zombie da kaputt machen, bevor er uns zur Last wird. Wie viel habe ich denn? Wie viel waren das? Wie viele Pfeile? Einer? Nee. Weil da ist jetzt noch einer angezeigt. Ich glaube, es ist... Weiß nicht, lass mal schnell zum Zombie gehen. Ah, vielleicht steckt er noch drin. Vielleicht steckt er noch drin. Wie makaber. Der ist weg. Irgendwie auf dem Boden. Hm. Ah, das ist so eine tolle Waffe. Das findest du jetzt schön. Ja. Ne? Oh, da ist eine Tür offen. Na, die ist immer offen eigentlich. Was haben wir denn hier noch liegen? Noch ein T-Shirt oder so. Noch ein T-Shirt. Noch ein paar Racks. T-Shirt. T-Shirt. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr, ne? Cola oder sowas. Ich bin hydrated. Ach, wie süß. Das ist cool. Leider kann ich nicht rein. Ja, der hat aber einen kleinen. Ich hab gar nicht gesehen, dass der da einen. So, wo wollen wir denn jetzt als nächstes hin? Wir laufen einfach weiter, würde ich sagen. Dann kommen wir noch zu so einem kleinen Verarztungsding oder so. Kein Krankenhaus, sondern mehr so ein Verarztungsding. Und dann können wir schon in dieses gestrandete Schiff gehen. Mhm. Da haben sie angeblich die Felsen abgeändert. Okay. Warum? Was auch immer das bedeuten soll. Hm. Ah, die Armbrust ist schon... Ja. Ach ja. Du bist immer die neue Zeugs kriegt. Eine Tomate, eine Paprika, eine Armbrust, eine Lederjacke. Gut, dafür sehe ich nicht aus wie Indiana Jones. Ey, du hattest vorher auch so einen Scheißhut auf, ja? Ja, den habe ich ausgetauscht. Jetzt habe ich einen Beanie. So, da vorne ist so ein Haus mit einer leuchtenden Tür. Ja, dann gehen wir noch mal rein, wenn die schon leuchtet. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt leuchtet, aber es ist halt so ein Haus mit so... Das ist halt mit einer leuchtenden Tür. Ne? Wurde schon wieder auf den Desktop zurückgeworfen. Es ist ungünstig, vor allem wenn es im Kampf passieren würde. Ja. Und dann können wir ja noch in das Dings da gehen. So, bei mir leuchtet hier jetzt gerade eh alles. Aber die Tür, ja, der Türrahmen ist schon hell. Was haben wir denn da? Eine Maske. Wir sind relativ oft jetzt hier irgendwie. Ich höre einen Zombie. Ja, hinter dir. In der Wand verschwunden, ja. Diese elenden Cheater. Ich laufe mal ums Haus drum rum. Wow, hier ist wieder. Nee. Habe ich dich getroffen? Nein. Gut. Mädchen, komm doch mal aus der Wand heraus. Zack! Ja, wunderbar. Ja, Kopf hat gereicht. Oh, eine Gasmaske. Schulranzen. Zack. Ein. Tactical Beans oder sowas. Wie heißen die? Tactical Bacon, so war das. Taktische Bohnen? Ich meine, taktischer Speck ist nicht besser, aber. Finde ich das aber mit Bohnen besser. Wo rennst du denn gerade rum? Ich bin hinten in dem kleinen... Guck mal, ich werf dir mal ein Zielfernrohr hin.
Vielleicht kannst du das ja auf deine Armbrust draufklemmen. Ja! Ja, wer weiß. Es geht nicht. Schade. Geht das nicht bei dir drauf? Nee, leider nicht. Bandagen? Ach komm, nehme ich mit. Ich habe hier keinen Erste-Hilfe-Kasten mehr. Ein Rucksäckchen. Hier vorne warst du schon. Ja. Hier, guck mal, hier liegen Sonnenbrillen. Was echt? Also eine. Ja. Designer Sunglasses. Ach, da habe ich gar nicht geguckt. Aber die könnte ich ja. Ja, komm, die könnte ich ja an sich mal. Yo. Ich habe eine Gasmaske. So. Würde ich sagen, lauf mal weiter. In den Kajüten, oder wie man die Dinger nennt. In dem Dings. In dem Schiff da. Ja. War ja auch immer viel drin. Da war viel drin, ja. So, auf dem Deck jetzt nicht so viel, aber halt in den Kajüten. Ich würde noch hier rüber gehen. Wir sind oft. Oh, Spitzhacken. Zwei Stück. Eine Farbdose. Ich glaube, das nehme ich. Zombie? Ist keine Spitz. Nein. Ich bleib bei meiner Axt, aber ich habe einen Zombie gehört. Uah, hinter mir. Ah, geh weg. Oh, Alter. Der stand 3 Meter von mir entfernt und hat mich getroffen. Bleibst du liegen? Ich bin gerade im Grafikmenü. Ich will schon meine scheiß Spitzaxt. Geht doch. So, ich gehe nochmal kurz ins Grafikmenü. Hallo, nimm doch mal die Axt in die Hand. Dankeschön. Ich glaube, die Axt ist besser als dieses Ding. Säge. Ach stimmt, da kamen wir ja nicht rein in das Gebäude. Ja. Okay, würde ich sagen, laufen wir jetzt einfach mal weiter. Ich bin immer noch gelbhungrig, aber ich habe ja noch die taktischen Bacon-Dings. Taktischen Speck. Wie sie es anhört. Ich glaube, das futter ich mal. Einen Dosenöffner hast du nicht, ne? Nee, ich habe nur eine Säge. Ja, ich mach's mit dem Messer auf. Eigentlich sollte da gar nichts dingsen. Ja, wer ordentlich mit einem Messer umgehen kann, sollte das eigentlich hinkriegen, ne? Ja, einfach oben in den Deckel rein und jetzt nicht komplett abschneiden, das Ding. Hast du gewusst, dass der Dosenöffner erst weit später erfunden wurde als die Konservendose? Echt jetzt? Ja, das war dann quasi so, ja, jetzt haben wir das eingetütet, eingedost und wir können das jetzt aufbewahren, über Jahre hinweg, weil wir nicht wissen, wie wir es aufkriegen. Ich hab noch 20%, willst du was haben? Ich brauche aktuell nichts. Ja, dann esse ich das. Ja. Hast gelitten. Noch gelb hungrig, aber wir laufen jetzt erstmal. Warum bin ich mit Waffe? Ne, ich bin gar nicht schneller als du. Ein bisschen schneller. Auf jeden Fall gehen wir mal ein bisschen weiter hier von der Straße weg. Ich glaube, so weit im Norden und so weit bei dem Schiff. Ja, was ist halt die Richtung dem einen schönen Dorf? Mhm. Und halt Richtung Airfield. Das ist halt das Problem. Falls ihr wisst, woran das liegt, dass ich hier so eine scheiß Sicht habt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Das Schiff sieht man schon. Auf jeden Fall sind nicht mehr so viele Zombies da wie vorher. Die sind zwar widerstandsfähiger, aber weniger. Finde ich ganz okay. Ja, finde ich besser. Ja. Wie bist du denn so weit hinten? Ich weiß es nicht. Du bist mit Waffe schneller als ich ohne. So, ich habe jetzt auch einfach mal meine Waffe in die Hand genommen. Ich bin immer noch ein bisschen schneller, ne? Nee, ich glaube, jetzt hole ich sogar ein bisschen auf. Wenn nicht, ist es gleichbleibend.
Ist bestimmt so abhängig von der Gefühlslage. Oh, ich fühle mich heute nicht so toll, deswegen laufe ich langsamer. Genau. Würdest du auch genauso machen, oder nicht? Ja, richtig, wenn ich mich nicht wohlfühle, bleibe ich liegen. Ja, oder so. Als ich heute Morgen aufgestanden bin und den Muskelkater gemerkt habe von dem Umzug gestern, habe ich mir auch gedacht, liegen bleiben. Ich würde mal sagen, wir tun mal die Seite wechseln. Wir wechseln mal die Seite. Einfach mal so ganz dreist hier drüber laufen. Denk drin, nicht ins Wasser hopsen, ne? Nee, springen tue ich. Tun schon gar nicht mehr. Also, ich freue mich schon ein bisschen auf das Schiff. Ey, wir sind hier nicht weit gekommen. Aber wir haben relativ viel gefunden. Größte Errungenschaft wird ja wohl deine Armbrust sein. Das Schöne ist, wenn wir... Ich weiß nicht, ob wir nach dem Schiff aufhören mit Aufnahme. Aber wenn wir dann zu der schönen Stadt laufen, müssen wir eh durch den Wald durch. Und dann kann das sein, dass wir vielleicht auf Tiere treffen. Na gut, das letzte Mal hast du ja einen Hasen gesehen, nur ich nicht. Ja, der war aber auch ohne Funktion halt, ne? Aber ich habe irgendwie ein Modell von einem Hirsch gesehen und ein Modell von einem Schwein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die das schon reingebaut haben oder halt noch nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Sah auf jeden Fall schön aus. Schwein war dick. Das war der weniger taktische Speck. Genau. Das war eher der Gelegenheitsspeck. Ja. So. Da ist Wasser. Ich weiß nur nicht, wie tief so ein Sumpf halt. Naja. Okay, hier wird's ein bisschen jetzt, tiefer. Ja, super, jetzt ist halt die Hose. My body feels wet. Meiner nicht. My clothes are soaked through. Super, toll. Meine nicht. Ach, leck mich doch, ey. Ist das hier eine Sonne oder ist das hier Schatten? Ja, das ist Sonne von hinten. Sonne von hinten. My clothes are soaked through. Jetzt ist das schon rot. Dann zieh ich sie halt aus. Mach dich mal nackig, genau. Da steht sogar oben soaked. Wie mach ich das denn jetzt? Ja, lass es doch einfach an, die trocknen von allein. Ja, aber wenn das schon da rot steht, dann bin ich gleich wieder krank. Dann kann ich wieder kotzen. Hier ist ein kleines Hütchen. Was ist denn in dem Hütchen? Ein Haufen Luft. Die Taschenlampe schmeiße ich mal weg. Nee, die Batterie brauche ich. Die mache ich in den Defi rein. Keinen Platz, wo ich meine Hose hin tun kann. Ich hätte noch Platz, ich könnte noch was mitnehmen. Ich habe einen Bipod. Guck mal, ob du den bei dir an die Waffe dran machen kannst. Moment mal, da liegt er. Nö. Dann lass ihn liegen. Warte mal, ich steck mal die Waffe nochmal weg. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht geht. Nö. So, jetzt aber hier. Warum kann ich die hier nicht ausziehen? Zack, rein damit. So. Oh, du hast eine wunderschöne Unterwäsche. I'm completely soaking. Nice. Sind das Sternchen oder sind das Punkte? Ich glaube, das sind Sternchen. Das ist immer noch soaked. Ja, das dauert ein bisschen. Wenn du deine Hose durch Wasser ziehst, dann wird sie ja auch nicht gleich trocken. Die Gummistiefel anziehen sollen, die da standen. Mann, warum bist du nass und ich nie andersrum? Warum? Müssen wir sehen. Nö, bei mir ist es nur beschädigt, aber nicht nass. Damaged, also, damaged, pristine. Bei mir steht in blau, da wo auch Hunger und sowas steht, in blau soaked. Ne, bei mir nicht. Da steht gar nichts.